So, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Super Mario. Nee, halt, Moment. Nein, Mario Party 4 natürlich. Haha. Zu viel Sunshine aufgenommen. Ja, wir sind in der 16. Folge wieder da und müssen jetzt mal langsam Grumbas Greedy Gala beenden. Aber vorher muss ich erstmal Lawine zocken. Ja, ihr wisst, wie ich zu dem Minispiel stehe. Nicht so, ne? Weiß nicht, dass es schwer ist oder eigentlich gewinnen könnte. Die PCs stellen sich hier meistens mal oberdödlich an. Weil der Haken ist immer irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ist nicht so... Vor allem der Streckenverlauf ist immer gleich. Das ist total doof. Warum ändert er sich nicht? Das wäre viel cooler. Naja, ist egal. Und ja, ich habe immer erzählt, ich bin ja auch schon mal Realski gefahren. Und naja, da war die Erinnerung an nicht so schön. Oh, ausweichen. Na, kurz, voll verarscht. So, Waluigi ist der Einzige, der überlebt hat. Das ist so cool. Und ja, wie gesagt, ich habe beim Skifahren real immer ein bisschen Probleme gehabt irgendwie. So schön wie die im echten Ski da wedeln, das kann ich irgendwie nicht. Und auch im Allgemeinen bremsen. Ja, das konnte ich immer nur durchs Hinfallen. Und dann musste ich bremsen mit Arsch, Ellbogen oder Hand oder Knie oder mit irgendwas, was wehtat. Und deswegen ist das nicht so schön. So, ich habe aber 10 Münzen abgegurbelt. Das nutzt mir aber rein gar nichts gerade. Ich bin nämlich immer noch mit einem Level auf mit Wario und auch mit Luigi. Warte mal, ich habe mir, ich habe mir mal das Material der letzten Folge angeguckt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass, wir werden, nachdem wir roulettisiert werden, kann man sich ja noch bewegen, ne? Das heißt doch, wenn ich jetzt hier rüber geschickt werde vielleicht. Und dann, warte mal, ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich über den 6 mache, dann komme ich sogar am Stern vorbei. Dann könnte ich den Luigi quasi so vor der Nase wegmopsen. Das wäre geil. Also richtig steil. Aber wie ich mich so kenne, werde ich doch niemals über eine 7 machen. Über eine 6 so rum. Ihr kennt mich doch. Im letzten Part gab es ja legendäre Würfelzahlen, da hatte ich auch kein Glück bei. Ja, die Frage ist echt... Er kann ja auch keinen großen Pilz nehmen, weil dann würde ich zwar Luigi plattwalzen, würde aber nicht reichen, damit er dann nicht mehr genug Geld für einen Stern hat. Ne? Dann hätte er immer noch 30 Münzen, das reicht ja aus. Und außerdem, wenn ich dann hier irgendwie rüberlaufe, dann kriege ich den Stern ja auch nicht, dann laufe ich einfach drüber. Das ist ja auch scheiße, das heißt, das ist schon mal keine Option. Ach komm, ich versuch's einfach. Wenn es klappt, dann klappt's, wenn nicht, dann nicht. Komm schon, Mann. Let's go. Ich will hier mit Großes. Ich hab den 9 gesehen. Ich hab doch, war doch eine 9. Ja. Ja, von mir aus. 10. Ja, 50, 50. Okay. Ja, Butz. Fail. Cool, 20 Münzen. Und der kann es mir aussuchen. Ist cool, aber ich hab nicht hier noch Würfel. Wie scheiße. Mann, Luigi, kannst du nicht auch sowieso nochmal einen kleinen Pilz nehmen? Wäre ganz cool, ne? Ja, hey, noch einen großen. Cool. Oh, magst du nicht einen groß-kleinen nehmen? Oder Wario, magst du einen kleinen machen? Nee, war. Das ist auch kein Bock, mal lohnt, ne. Hey, komm, mein Roulette, Mann. Niemand weiß, was ich erwartet. Wo willst du denn hin, Mann? Kannst du Geld? Oh ja, er will für 5 Münzen. Na, ist ja wohl nicht so wichtig, Mann. Geldgeiler Sack, du. Und da macht er Boots und dann werden wir sehen, was da kommt. Grün. Naja. 3 Münzen wir zurückbekommen. So, magst du nicht einen kleinen Pil... Bist du behindert, Luigi? Bist du behindert? Willst du den Stern nicht oder so? Oder machst du mit Absicht so eine Kacke hier? Eine 1. I don't get those PCs. Immer die Coms. Hehe, ich freue mich auf Geld. Bist du scheiße oder so ein Hirn? Weißt du, 3 Sterne, 3 Felder vor mir ist ein Stern. Ich hab keinen Bock. Wozu denn? Brauch ich doch nicht. Ich bin auch so cool, gewinne nicht. Hey, Obolus, wie hältst du denn davon? Nö, der ist Geld geil, der will nicht. Boah, du bist wohl geizig, Mann. Na gut, starten wir das Roulette. Nun gucken wir mal wieder Kick ins Feld hier. Rien de plus, nichts geht mehr. Oh, geil. Mann, wie Glück, man, sie muss, Mann. Und dann darf er sich ausruhen, wie fies. Oh Mann, ey, wie kacke. Wähle man die Richtung. Ja, der wird natürlich noch unten links, das hat aber genug Geld für den Stern. Oh, jetzt macht der Jona mit, ey. Ja, ich will den Stern. Nö, du Evil, du kannst mir mal... Fidelidü. 4 Player Game und wir kriegen... Paracoopas, nein. Jetzt haben wir alle wieder Geld im Port, das ist doch scheiße. Das ist doch gemein. Lasst mich in Ruhe. Naja, bis zu dreimal darf ich getroffen werden in diesem Minispiel. Von daher, alle easy going. Schön Geld sammeln dafür.
So, immer wenn ich das sehe, denke ich irgendwie an Wii Sports. Hier mit dem Fallschirmspringen, ist voll cool. Ui, whoopee! Voll geil. Miep! So, erstmal ein bisschen zocken. Ich hol mir erstmal ganz viel Geld. Geld, was mir gefällt. Aua, verdammt! Ey, du Arsch, ey, gib mir Geld! Mann, gib mir Geld! Blöder Pimmel, Alter. Geil. Ja, geil. Boah, richtig fett, Alter. 29 Kröten in der Kiste. Ja, das ist doch mal geil. Voll episch. 29 Münzen, Alter. Bock. 98 Kringelings. So, jetzt haben wir leider viele andere auch mehr Geld. Aber die haben auch nicht so viel bekommen. Muss man noch... Ja, die letzten 5 wurden yippie. Mann, jetzt soll man 5 Games sein. Ja, zocken darf der Loser. Ach ja, oh, ich hab's noch eine Karte. Ey, ich will Luigi. Und Luigi will Mario. Wie ironisch. Ja! Ey, würde ich echt mal gewinnen. Das wäre mal voll cool. Jetzt wird Zeit fürs Mitribbelt. Nö. Fail. Ja, verpilzt nochmal. Niemand gewinnen. Dann kannst du mir das passieren. Ja, ist klar. So, meine Lotterieziehung. Ja, dann schauen wir doch mal die Platzierung an. Mario ist der Coolste. Luigi ist auch ganz nett. Der ist einfach nur fett. Ja, und das hier ist evil. Ja, das ist nicht ein Spiel. Aber was geschieht nun? Vor uns liegen noch viele Möglichkeiten. Ja, ja. Lass uns sehen, Ladies und Gentlemen. Lass das 5. Runde... Na, Event beginnen. Heute dreht am Rad. War Luigi. Er hat am Rad gedreht. Er hat an der Uhr gedreht. Nein. Und... Oh nein, Motorfelder werden Bowserfelder, das ist aber köstlich. Naja, da vielleicht kriegen wir noch ein zweites Bowser-Minigame. Jetzt werden alle roten Felder zu Bowserfeldern. Muha, jetzt sind wir seit ihr dran. Muhage. Ja, so, wir ändern das ist 5 Runden-Event. Durchhalten, Leute, gebt euer Bestes. Ja, du Pilz, Alter. Zieh dir mal noch eine Winde an, die ist schon gelb. Was ist sie gekauft, ob was sie weiß? Jetzt brauch ich bloß noch über eine 4. Ey, das schaffst du doch, Mario, oder? Über eine 4, komm, Alter, Digga, das schaffst du! Ja, so was will ich sehen. Geil. Lotterie zocken. Ja, jetzt geht's richtig ab, Mann. Ich weiß, ich bin richtig krass. Ja, klingt bei den Münzen. Was wäre das was für dich? Klar, Mann. Oh, plopp, wieder eine weiße Kugel, scheiße. No. Oh, das ist meins. Das ist aber schade. Sei nicht traurig. Fortuna ist eine launische Dame. Ja, hatten wir schon mal. Fortuna ist eine Hure. Also, jetzt nicht wörtlich nehmen, ne? Ey, wo zahlst du auf, du hast immer Geld. Geil. Gib mir mal deine 20 Münzen und ihr kriegst einen scheiß Stern, Mann. Geld, geil. I got it. Ja, yeah. I got it. Very good English. Pretty good Deutsch, ne? Nächster Stern ist da oben. Ach du Kackendreck. Da muss man ja noch über Dingen da über oben rechts gehen, ne? Ja, ich würde gern... Oh nein, ich will nach Hause. Bitte lass mich nach Hause. Bitte würfel was rot. Ich will kein Geld. Na gut, dann mach ich mir 9. Dankeschön. Ja, Mike, Mann, du wurdest was niedriger. Was zum Henker Mario, blöder Arsch, Mann! Wieso macht er jetzt so eine 10? Bist du behindert, du Arsch! Weißt du, jetzt krieg ich ewig keine guten Zahlen? Weißt du, jetzt kriegst du 2x pro Runde. Bist du behindert, du Bengel? Jetzt kommt doch Bowser und haut dir auf die Fresse. Mann, lernst du denn nie dazu? Wahoo! Na, du blöder Arsch, du bist doch selber schuld, ganz ehrlich. Oh, wie scheiße, was ist das denn? Hey, Miniball, wie viel? Dann gib mir ein Bowser-Minigame. 3 nur von mir, wie fies! Da ist mein ganzes Geld instant futsch. Wie scheiße. Na, bis später. Blöder Arsch, Mann, ey. Wieso? Weißt du, er macht nächste eine 9 und sagt mir, geh nach Hause. Warte, ist er, ich krieg noch eine 10. Weißt du, vorher die ganze Zeit keine bekommen, aber jetzt schon. Wie scheiße. An wen? Warum an mich? Hast du ein Problem mit mir? Ja, ich nehme eh einen Pilz und mach mich wieder groß. Na, geht das überhaupt? Gar keinen Plan. Alle sind gegen mich. Das ist so mies. Ja, die können sie jetzt natürlich easy hier vielleicht den Schuss nach Hause holen. Hey, Lotterie für 5 Münzen. Er zockt und macht noch mit, Mann. Doch du wirst davon nicht reich, Mann. Denn der Typ schenkt dir eh nix, Mann. Das ist auch alles. Ja, alles meins, ich meine. Oh, sorry. Ja, ja, launische Dame. Hat Luigi eine launische Dame, ich wusste immer. So,
Ja, mach mal hoch, Bowser, los, sonst zocken sie doch Geld ab. Ich hab 3 Münzen bekommen. Ist ja doch alles scheiße, Mann. Ihr stinkt alle nach hoch. Ja, Luigi, du Dummdödel. War Luigi? Entschuldigung, ja, Luigi ist auch ein Dummdödel. Lotterie, Mann, für 5 Münzen. Ja, davon ja doch rüberzocken, der dauert viel zu lange immer. Dreh mal Control-Stick, Mann. Dreh die Control-Stick. Mann, Mann, Luigi, was machst du da für eine Bewegung, du ekliger Potsau? Ha, alles meins, eigentlich so ein Pech, Mann. Mann, die Ente ärgert sich. Naja, Fortuna ist schon scheiße. Tschüss, Mann. Wie kacke. Und der kommt auch auf Bowser. Nein. Wieder Baby Bowser. Pass auf, er ist jetzt dran und jetzt zieht er bestimmt allen was ab, ne? Ja, Dreckiger Streich könnte ich dann heute spielen. Oh, okay, das ist okay. Oh, Event ist pleite. Das war geil. Hast du aber noch nicht genug, Papi? Kommt dir jetzt auch noch ein Puff vor dein Doppelbonus hier? Wie scheiße! Oh, das hat er noch nie gesehen! Knie der Verbauser, macht einen Zorn, ne? Du hast immer schon ein Bowser-Game, geil, gib mir ein neues! Das Spiel, ich nenne das Bowser-Minispiel. Da fehlt mir alles ein Items. Nein, ich will nicht! Ich hab grad 2 Pilze endlich mal! Flame. Oh nein, ey komm, ich hab jetzt ausnahmsweise Pilze mal, weißt du? Und jetzt wollen sie mir der abnehmen hier, ey, krieg ich doch schon. Was kommt denn jetzt für Scheiße? Aber nicht wieder da, das hatten wir schon. Und das gelbe Zähne putzt immer die echt mal. Willkommen, das Bowser-Spiel heißt. Ups, oh, das ist fies. Oh, das ist richtig fies. Spielregeln ansehen. Ja, bitte. Ich muss die Eddie mal checken. Ich hab das bis heute nicht kapiert, das Game. Schön, ihr Feind. Ich hab gleich mal die Spielregeln. Na, schön aufpassen. Meister Bowser zeigt euch die Liste, Obst ihr essen möchte. Ja, Obst. Dann müsst ihr das Obst finden und hier bringen. Ja, nichts verwechseln. Der Kackspacken. Stell dir vor, das Obst und drückt A. Ja, er drückt A, ihr Deppen. Solltet ihr mit dem falschen Obst antanzen, ja dann, oder bringt mehr, als er verlangt hat? Ja, diesen Teil liebe ich. Denn brennt er euch, der Kittel, ihr seid Toast. Und wir sind tot? Troll. Dann fangen wir mal an. Oh. Ich bin so hungrig. Ihr Schwächling bringt mir Obst. Wie steht das denn nach? Jetzt kommt so eine Liste. Apfel, Erdbeere, Banane, Ananas, Aua. Apfel, Erdbeere, Banane, Ananas. Oh Gott, Apfel, Erdbeere, Banane, Ananas. Kann ich das mal schnell irgendwo aufschreiben hier? Warte mal, ich guck mal einen Zettel. Warte mal, Moment hier mal ganz kurz mal. Apfel. Szene-Stick muss mal Lichter machen hier. Weil ich nicht hier irgendwo einen Kugelschreiber? So muss ich den Stift nehmen, gell? Nein, ja, alles hier. Ich hab grad den Stift hier. Apfel. Banane habe ich auf jeden Fall immer gelesen. Ich glaube, die Reihenfolge ist zum Beispiel egal. Ananas war auch dabei. Kirsche. Kirsche war auch noch immer dabei. Ah, scheiße. Mist. Scheiße. Okay, ich hoffe, ich krieg hin irgendwie. Okay. Waluigi fängt an. Er nimmt... Nee, sich eine Erdbeere. Ich finde, die späteren Früchte sind übelst schwer zu lesen. Und dann zögert er immer, ob er es essen will. War köstlich. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen Apfel gelesen. Schraub mal auf. Einmal Apfel. Okay. Dann ist der Apfel schon mal, den ich gelesen habe, gestrichen. Oh oh. Köstlich. Okay, hat mich gerade so den Arsch gerettet, ne? So, er holt sich eine Kirsche. Ja, die hatte ich auch einmal aufgeschrieben. Die ist dann auch weg. Einmal Kirsche. Wie er doch mal anguckt. Ah, Quutz, Quutz. Lecker. Oh, Luigi. War Luigi, verkackt einer von euch vielleicht? Eine Banane, das habe ich auch auf meiner Liste. Scheiße. Mist. Oh, Mann, Leute. Hm.
Nom, oh, geil, ich fühle mich wie Donkey. Oh, scheiße. Der nimmt sich jetzt... Nein, er nimmt sich die Ananas. Die habe ich auch neuer Bus. Scheiße. Okay, jetzt habe ich Essig nicht mehr. Oh, auf der dritten oder vierten Stelle hätte ich bessere Chancen gehabt, glaube ich. Oh, er zögert schon. Was? Falsch? Nee. Was ist jetzt los? Lecker. Oh, scheiße, Leute. Oh, mein Gott. Ich glaube, es war auch... Ich glaube, es war doppelt eine Banane dabei. Möchte ich meinen. Ich habe, glaube ich, doppelt Banane gelesen. Möchte ich meinen. Oh, Gott. Oh, oh. Zögern. Oh, oh. Lecker. Oh, Schweigen gehabt, Alter. Oh. Er nimmt eine Kirsche. Alter, jetzt muss ich noch dreimal durchhalten. Oh, wie scheiße. Stand die Traube gar nicht drauf? Hm. Zum Anbeißen. Oh Gott. Luigi, verkack du doch einfach. Er weiß nicht, was er nehmen soll. Er nimmt die Traube. Einmal Traube. Oh oh. Wollte ich das überhaupt? Oh, lecker, nein! Oh, Waluigi, bitte! Oh, verkack einfach, bitte! Noch ein Apfel, ich weiß nicht, ob der auch noch dabei war. Oh. Okay, jetzt ist ein zweiter Apfel im Pott drin gewesen. Was waren jetzt noch dabei? Oh, verkack einfach bitte, Waluigi. Ich will nicht nochmal rankommen. Hm. Oh. Hm. Fahrt mit dem Zeug. Oh, Gott sei Dank, Alter. Flame. Oh, schon wieder Waluigi. Der hat ein Pech bei den Games. Oh, das ist so ein böser Spiel. Der schwarze Mann aus der Quallen ist wieder zurück. Wie geil. Boah, mir ist gerade richtig ein Herz in die Hose gerutscht. Müssen wir dann Items geben. Bis gut. Bis zum nächsten Mal. Ey, du hast die Unruhigstimme, cool. Wie scheiße. Boah, das war gerade voll hardcore, ohne Witz. Oh, Alter. Ja, zurück zum Absender. Push die A-Button. Ja, schön einfach im Minispiel. Push die A-Button, um die Bomben zum Gegner zurückzusenden. Ist doch geil, Mann, ist doch geil, Mann. Ja, richtig zocken. So, Luigi, ich weiß, du bist zwar eigentlich in meinem Team der echten Brothers, weißt du, aber wir müssen jetzt leider mal uns gegenseitig bekriegen. Ach ja, na, die Asuka wäre jetzt echt traurig. Leider muss ich dir ganz schnell Bomben um die Ohren hauen, ja, Mann. Mann, Waluigi, wieso muss ich hier schon wieder alle drei, vier Knöpfe übernehmen hier? Was soll denn das? Kümmer dich mal um deine Seite, Mann. Nein. Ja, push die Button, Mann. Ja, ja, ja. Wir haben noch nicht einen Treffer abgekriegt. Waluigi, du dumm Dödel. Okay, Zeit ist vorbei und wir haben nur zwei Treffer abbekommen. Und die dafür neun. Luigi, Suine, aber du hast gar nicht gemacht, Mann. Du bist, na, okay, ist nicht wahr, nicht gemacht. Aber er ist einmal getroffen worden und das ist weniger schön. So, aber gut, ich habe wieder ein bisschen Geld bekommen. Das ist okay. So, letzten vier Runden. Und ich werde minimized. Oh, ich darf keinen Pilz als Ersatz nehmen. Wie scheiße. Mann, ich will doch raus hier. Ey, mach mal eine 4, Mario. Das wäre geil. Eine 5. Naja, komm, ich wenigstens vorwärts. Und nächstes Mal bin ich vielleicht schon aus der Ecke raus. Das wäre ganz nice. So, der Dicke macht eine 9 und rennt erstmal richtig los hier. Itemladen, aber auf jeden Fall. Pass auf, er holt wieder so einen scheiß Hammer und will mich wieder nerven nächste Runde. Tauschröhre, was will er haben? Ja, hätte ich auch gerade gern. Muss ich zugeben. Na, du Stinker.
So, er darf jetzt, er muss auf jeden Fall zu blau. Aber er hat auch kein Geld. Ja, du hast ja kein Geld, dann kann ich das Roulette einfach starten. Okay, das ist glaube ich immer zufällig, genau. Na gut. Und er kommt nach oben links. Fail, oh Mann. Nein, ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder Bowser. Den hatten wir jetzt oft genug, den Spacken, ne? Ja, Butz. Ein großer Pauls. Haha, voll geil. So, Luigi muss jetzt zocken, oder will raus hier. Und muss dafür Würfel failen. Ich hab's ja nicht geschafft. Oh Mann, das wäre so geil gewesen, wenn ich da... Warum muss ich jetzt 10 machen, Mann? Das ist doch doof. Ja, das Spiel mich trollen. Hey, 4 kannst du doch mal treffen mit 10 Münzen, oder? Denk mal schon. Ja, genauso wie ich um einen Punkt. Hier, 10 Münzen. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt hört bitte alle auf, hier Bowser auszulösen. Das ist nicht feierlich hier gerade, was abgeht hier. Papa lebt eine... Ach nein, das ist jetzt... Ich wollte gerade sagen. Ich hatte schon im Gefühl, dass er wieder Bowser auslöst. Das wäre nicht so cool. Wenn er Papa lebt. Hey, kannst du das für 10 Minuten mal treffen? Ja, er könnte jetzt nach Hause kommen. Ja, er hat Glück gehabt. Dass man hier anders nicht wegkommt, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Dumm. Ich finde die Map irgendwie cool, wenn man halt hier viel Geld braucht, um wirklich um zum Stern zu kommen zu können. Daher ist natürlich rentabel, wenn man viele Minispiele gewinnt. Aber das bringt mir nichts, wenn ich hier von der Map nicht runterkomme. Das ist so fies. 4-Player-Minigame und wir kriegen immer noch nichts Neues. Aber ich glaube, eins ist noch übrig. Abgestempelt. Yay. Dann kann man wieder, glaube ich, hier Farbanteile sichern sich. Ey, hast du nächste Anteile sichern? Ey, will mir Aktien verkaufen, was? Bin ich hier bei der Wall Street oder was ist los? So, wir müssen mal push die Stempelchen machen und... die sieht also so richtig schön kinderzimmermäßig aus. Weißt du was, ich hole mir erstmal... Ey, Dicker, geh raus aus meiner Fläche! Blöder Vetter, du Pimmel, du stinkster Mann! Gib mir jetzt bitte hier ein bisschen Feld. Weiß doch, dass mir das hier ganz sicher gefällt. Luigi, hau ab, du Pimmel! Du blöder Hurensohn! Weißt du was, ich stempel deine Scheiße einfach. So. Das war diesmal erstaunlicher knapp. Nein, los! Da kommen wir 16% nur, ne? 4% vor dem Pinken da. Da war eine Pinke. Ich glaube, Pink war... Luigi war gelb. Der wollte mich mal wegdrücken. Und Bowser... Das war bestimmt war Luigi. So, ich überlege, lohnt es jetzt einen großen Pilz zu nehmen? Ja, eigentlich nicht, ne? Mit einer... Über einer 9 würde ich ja da schon hinkommen, ne? Nee, eigentlich lohnt es sich das nicht wirklich, ne? Man kann dieses Scheiß... Oder will ich überhaupt noch jetzt... Weil wir haben ja noch bloß noch ein paar Runden. Schaff ich es da oben überhaupt denn noch hin? Würde sich vielleicht was anderes besser machen? Einfach Luigi die ganze Zeit zu überrennen wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Ach komm, ich lauf mal einfach. Eine 4. Ja, okay, was soll's. Gib mir einfach ein bisschen Geld, ist okay. Aber auf jeden Fall die letzten paar Runden auf jeden Fall meine Dinger einsetzen. So, der macht seinen Riesenpilz-Action. Riesenpilz-Action, das find's ja cool. So, warte, das bringt es mir ein Rätsel da oben jetzt, aber gut, weil da wäre jetzt links, glaube ich, der Dingen, wo man wieder nach Hause kann. Und er muss doch ganz dringend nach Hause. Vielleicht will er oben auf eins der Fahrzeichenfelder kommen, das würde natürlich auch Sinn ergeben. Aber mit einer 8 kommt er da definitiv nicht hin, aber er bleibt doch auf jeden Fall kurz davor stehen, das ist gar nicht schlecht. Aber ich glaube, in 2 Runden kann jetzt niemand mehr was reißen groß. Na gut, einen weiteren großen Pilz. Na, voll geil. So, Luigi zockt hier für sein Leben gerne. Es löst bitte niemanden mehr Bowser aus, außer mit der Ausrede, das letzte dritte Spiel zu holen. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Dart des Schicksals, Obst des Schicksals und noch irgendwas. Ich glaube, Ballon des Schicksals. Da musste man so eine komische, so eine Pustetechnik machen. Sparky-Sticker, was ist denn damit? Naja, wenn er Spaß dran hat. Sparkies, nobody likes Sparkies. Das sind die komischen Elektrokugeln aus Super Mario 64. So, aber ich glaube, wir zocken heute schon wieder lang genug den Part jetzt hier. Und deswegen beende ich... Oh, neues bitte! Fotopuzzle. Cool, das ist geil. Das hat man noch gar nicht, das ist eigentlich ein recht häufiges Minispiel.
Ja, das ist ziemlich cool. Ein bisschen easy, aber cool. So, Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part wieder. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Mario Party 4. Bis dann wieder mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.